hier in Pfosten. Und von den Pfosten aus kommen wir normalerweise immer irgendwo hin. Naja. Dieses Mal anscheinend nicht. Wollen wir es versuchen, einfach zu springen? Wir versuchen es einfach zu springen. Und lass uns darüber ziehen. Aber wo müssten wir denn hin? Wir gehen einfach mal zurück. Mal kurz einen Blick auf meinen Fähigkeitenpunkt. Nur was machen? Tierische Instinkte. Die meistern wir jetzt. So, damit haben wir den einen Punkt komplett gemeistert, und zwar die Überlebenspunkte. Fehlt uns noch die Jäger- und Kämpfer-Upgrades. Ah, jetzt gehen wir erstmal zurück. Mal, was die anderen in der Zeit gemacht haben, ob die das mit dem Motor hingekriegt haben. Ach nee, wir müssen ihnen ja sowieso die Werkzeuge bringen, von daher. Dann hatten wir in einer der folgenden Folgen Anlage diese Tortür zu dem Aufzug. Da haben wir ja jetzt mit dieser Seilwinde der elektronischen die Möglichkeit, dass wir das hinkriegen. Und hier sehen wir so einige Punkte, die jetzt zugänglich sind und passierbar sind, die vorher ja nicht wirklich passierbar waren. Komm schon, stirb! Ist da noch jemand? Oh, oh. Ich wollte eigentlich den Lautlos töten, aber irgendwie. Hat das nicht so ganz geklappt? So, rüber mit uns. Hier geht's wieder runter. Da vorne war jetzt gerade noch ein. Ist das ein Lager? Also ein tatsächliches Lager oder. Das ist tatsächlich ein Lager. Weil wir da gerade an dem Lager waren und geguckt haben, kann man uns das jetzt hier gerade sparen und ging einfach weiter. Oh, der schnelle Rückweg. Automatisiert. Automatisches Leben. Das Werkzeug wird übergeben. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Ja. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke.
Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Das Problem wird nur sein, ohne mich werdet ihr sterben. Und die eine weiß es und die anderen weiß es nicht. So. Hier waren wir schon, die Tür hatten wir auch schon auf. Und so als Nettes dann nochmal, wie meine Sachen drin sind. Darum gehen wir weiter. Das war jetzt klar, das war's da. Aber ich glaube, hier war auch sonst nichts, wo man nicht aufmachen konnte. Das war nur. Tür hier. Ja, das. Ja, reicht. Da mal was aufstellen. Okay. Von der anderen Seite der Raum. Ja. Alles, was du anfasst, wird irgendwie nicht so rauschen. Ja. Da hoch müssen wir, aber hier kann man nicht weiter hoch, also nicht mal. Da. Was Neues für meinen Bogen? Löser. Aber Lager gibt es momentan nicht. Da oben hin. Wow. Na dann. Da oben hin. Thank you.
gefährliche Kletterpartie hier. Aber das ändert sich ja hier sehr schnell. Das ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig! Whitman, meine große Entdeckung. Whitman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Jetzt ist nur die Frage, hat er Matthias bereits dazu gebracht, ihm zuzuhören? Oder hat er das noch nicht? Denn wenn er ihn dazu gebracht hat, könnte das echte Probleme verursachen. Das sieht so aus, könnte man mir schauen. Das ist aber der einzige Weg, den ich sehe, hier hoch. Hier haben wir Geocoacher. Also schon hier rüber, wie ich mir dachte. Aber im Kreis drin. Und dann hier auf die Leiter. So. Also immer höher. Die Fahrstühle sehen auch noch so toll aus. Sieht alles sehr instabil aus. Okay. Wow. Das auch jawohl, oder? Bewegt sich dann meine zu sehr? Stützt jetzt ab? Der hätte uns echt in den Tod gestützt. Das bin ich nicht sehr beruhigend. Die Spielerumgebung will uns jetzt schon töten, nicht nur das Spiel selbst. Mal wieder kein Weg zurück. Ich weiß auch, ob da oben jetzt noch was gewesen wäre, aber ich habe nichts gesehen. Deswegen stört mich das jetzt gar nicht. Sieht hier alles wieder sehr stabil aus. Sehr schön. Okay. Leiter hoch. Das werden wir brauchen, wenn wir dann später unseren Boden upgraden wollen. Hast du der OMS-Crew zugehört?
Die haben erwischt. Dass die das nicht mitkriegen, ich meine. Mir soll es recht sein. Die haben wir beide ausgeschaltet. Hier gibt es noch mal Munition. Und jetzt hier hoch. Also weiter. Nur drumherum schlingern. Das hat funktioniert. Auch noch mal geben. Ich sehe gerade im Moment nicht. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass hier noch mehr Gegner kommt. Und wo geht das hier im Wald? Wir können uns ja die Mauer schon mal einbrechen. Also angeblich darf keiner mehr die Ruinen betreten. Also dürfte man entweder auf keinen Widerstand stoßen oder erst recht auf ganz viel Widerstand. Gespannt. Die Stelle haben wir von unten gerade eben schon beobachtet. Entdecken Sie das alte Grab. Ja, okay. Oben geht es halt weiter, also hier müssen wir tatsächlich uns nach unten. Ich sehe sonst nichts. Ich weiß auch nicht.